Willkommen bei Gedankentanken, heute mit einer sehr, sehr spannenden Persönlichkeit. Er ist Mentaltrainer und er ist Bestseller-Autor und ich meine damit ein wirklicher, wirklicher Bestseller-Autor. Und ich bin mir sicher, dass du mit seiner Arbeit schon an irgendeiner Stelle Kontakt hattest. Herzlich willkommen, lieber Lars Ament. Dankeschön. Ja, ich habe das, was du geleistet hast in deinem Leben, dieses bescheuerte Herz, das Buch, der Film. Also wenn man so in deine Biografie reingeht, frage ich mich, was hast du alles gemacht? Du bist so eine bunte, so eine schillernde Persönlichkeit. Du warst Musikredakteur, du bist nach London ausgewandert, du hast mit spannenden Leuten zusammengearbeitet. Gehen wir ein bisschen in die Biografie rein. Ja, gerne. Woher kommst du und wie bist du so ein Mensch geworden, wie du heute bist? Durch all meine Erfahrungen, durch all meine Rückschläge, durch all meine Niederlagen, durch all meine Erfolge, hat angefangen tatsächlich so kurz vorm Abi. Ich hatte einen sehr erfolgreichen Bruder, habe ihn immer noch, aber er wusste schon immer genau, was er machen wollte aus seinem Leben. Dein Bruder ist Journalist, ne? Mein Bruder ist Chefredakteur vom Zeitmagazin und war auch schon früh dann Chefredakteur vom Lokalmagazin und Schülerzeitung Chefredakteur. Also da war schon ganz früh vorgezeichnet, welchen Weg er geht. Und klar, er ist 4 Jahre älter, also auch ein Vorbild. Und ich wusste das nie. Also ich wusste nur ein bisschen was mit Musik, weil das interessiert mich. Aber erzähl mal deinem Vater, kurz vorm Abi, ja Papa, ich mache irgendwas mit Musik. Ich kann es dir aber auch nicht genau erklären. Ich kann kein Instrument spielen. Ich interessiere mich so für die DJ-Kultur. Aber so, dann sagt natürlich jeder Vater oder jede Mutter so, ja Junge, also so geht das Leben nicht. Ne? Und dann wusste ich aber schon, also das Einzige, was ich wusste, war, mein Leben wird anders als das meiner Mitschüler. So, ich gehe keinen klassischen Weg. Das ist das Einzige, was ich wusste. Und ich musste mir nur selbst vertrauen und mir auch die Zeit geben. Und dann, ich war immer ein Fan vom Radio. Ich saß früher als Kind vorm Kassettenrekorder in den 90er Jahren und habe so das Musik. Das kenne ich auch noch, dass du dann die Mixe zusammen. Ja, genau, ne? Genau. Und ich komme ja aus Frankfurt und samstags um 21.05 Uhr begann immer die Club Night. Das war in Frankfurt und generell in Hessen eine legendäre Clubsendung. Da haben DJs aufgelegt auf der ganzen Welt. Und ich saß da mit 2 Kassetten und habe die aufgenommen und nach 90 Minuten musstest du rausnehmen und die andere rein. Und habe dann überlegt, welche Playlisten die DJs gespielt haben, habe dann im Videotext nachgeguckt. Und also meine Liebe zur Musik war immer da. Aber wie machst du daraus eine Karriere, wenn du sonst keine Talente hast? Dass du weitere Talente hast, musstest du wahrscheinlich später erstmal feststellen. Das habe ich dann später mitbekommen. Und ja, dann bin ich halt nach London gegangen, weil mein Vater als Lehrer sehr weise so gesagt hat, wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann weiß es doch wenigstens im Ausland nicht. Weil da lernst du dann übers Leben. Er hat zu mir als Lehrer gesagt, in der Schule lernst du gewisse Dinge, aber das wirklich Wichtige lernst du nicht in der Schule. Das ist etwas, was nicht jeder Lehrer für sich so formulieren würde, ne? Würde auf keinen Fall jeder Lehrer so sagen, aber mein Vater hat das und das fand ich toll, weil er eben auch in seinem Leben viel gereist ist und er hat gesagt, du, das Beste, was du machen kannst, fahr nach England, wenn du musikbegeistert bist, da lernst du die Sprache, du bist in der Stadt, in der Musik mit erfunden wurde, ja, so die Beatles kamen zwar nicht aus London, aber deine Musik ist da, ne, die Dance-Kultur ist in da. In welchem Alter bist du dahin? Mit 18. Mit 18, also direkt Schule? Runter, direkt nach dem Abi. Direkt Abi gemacht, gab es damals Zivildienst, Wehrdienst? Bin ich ausgemustert worden. Okay, siehst nicht so aus? Ja, aber ich war als Kind sehr krank, oft schlimmes Asthma gehabt und war die ersten 3 Jahre meines Lebens wirklich permanent im Krankenhaus und 7-mal Lungenentzündung im Jahr und das halbe Jahr, erste halbe Jahr im Brutkasten gelegen als Frühgeburt und wir wussten nicht so genau, ob ich das schaffe und meine Mutter so gebankt jeden Tag. Deswegen war ich als Kind immer sehr krank, war immer so das Sorgenkind zu Hause so ein bisschen. Und in der Schule auch nie so richtig gut. So die eine 5 war immer einkalkuliert. Und das heißt, bei mir, bei meinem Bruder mussten sich meine Eltern nie Sorgen machen. Und bei mir war das immer so, okay, was wird man aus Lars? Und dann ja, bin ich nach London und habe da an alle Türen geklopft, die ich so finden konnte. Also ich wusste schon, ich würde gerne im Plattenladen arbeiten. Damals gab es gerade den Film. Plattenladen oder im Produzenten? Plattenarbeit, also in Schallplattenladen. Okay, also klassisch auch verkaufen. Klassisch, ja? Retail, okay. Genau, verkaufen, Plattenladen. Weil diese Welt fand ich toll. Und da triffst du DJs und ich wollte auch DJ werden. Und bin nach London, habe an jeden Plattenladen geklopft, den ich so finden konnte. Bin überall hin,
mich vorgestellt, habe gesagt, ja, ich bin Lars aus Deutschland und ich bleibe jetzt hier in London und ich suche einen Job, habt ihr eine Idee für mich? So, nein, klar. Und irgendwann hat einer gesagt, ja, hier hast du ein Bewerbungsformular, das war bei Tower Records am Piccadilly Circus. Oh, wie geil. Aber und mittendrin. 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 So, ein Musiktempel auf 4 Etagen und ich bin letztlich in der Soul and Dance Abteilung gelandet, so mein Paradies, und war da ein Jahr und habe da ein Jahr für nichts gearbeitet, aber ich habe meinen Traum gelebt und bin dann zurück nach Frankfurt und habe ein Praktikum gemacht beim Radio. Und so ging es dann eigentlich los, dass ich dann gemerkt habe, okay, Radio ist cool und es macht mir Spaß und ich habe dann relativ schnell eine eigene Sendung bekommen in einem kleinen Team, sonntagsabends, da konnten wir 3 Stunden unsere Musik spielen, die wir spielen wollten. Wir hatten ein kleines Budget, das war noch so die Zeit vor Instagram und vor, es gab noch keine Influencer und man konnte richtig noch Stars treffen, weil die Stars auch eine Motivation hatten, weil sie eben Reichweite bekamen. Und heute machen sie es einfach selbst. Welcher Sender war das? Hessischer Rundfunk. Beim Hessischen Rundfunk, der Sender also hieß öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich. Ja. Der Sender hieß damals XXL und ist dann umbenannt worden in UFM. Also heute heißt er UFM. Den kennen wir, ne? Genau. Okay. Und ja, und das muss man sich vorstellen. Du bist auf einmal in einem Sender und du darfst machen, was du möchtest. Du bist kannst, dann kurz vom Alter her, bist du jetzt 19, 20? Anfang 20. Anfang 20. Ja. Hast du noch irgendwas studiert oder sowas? Hattest du irgendwie diesen Anspruch, ich muss noch akademisch was nachholen, weil deine Eltern sagen, lernen was gescheit ist? Ja, ich habe meinem Vater zuliebe, war ich einen Tag an der Uni. Also ich habe ihm versprochen, Papa, weil das war sein Traum, Junge, geh studieren, mach was Sicheres. Dann, was du in der Hand hast, hast du, ne? Und das kann dir dann keiner mehr nehmen. Und ich wusste aber schon, diese Welt der Uni ist nicht für mich. Ich wollte raus aus der Schule. Mich haben Dinge nach der Schule angefangen zu interessieren, die mir während der Schulzeit mein Leben sowas von leicht gemacht hätten. Philosophie, Politik, Geschichte, Spiritualität. Warum tun wir, was wir tun? Warum denken wir, was wir denken? Warum handeln wir, wie wir handeln? All das hat angefangen, mich zu interessieren, als ich aus der Schule raus war. Zeitung lesen. Ich habe früher immer nur den Sportteil gelesen. Ja, und das fand ich interessant. Mein Vater findet das auch interessant, ne? Dass dann das Schulsystem wohl nicht für mich geeignet war. Ich glaube, dass vielen so geht, oder? Ja. Dass sie sagen, sobald du quasi diese Maske drüber stülpst, wo man dir sagt, das ist jetzt wichtig und das ist wichtig, dass sehr viele in so eine innere Rebellion gehen und sagen, das interessiert mich nicht. Und dass halt diese tatsächliche Schulleistung nicht wirklich was mit der Lebensleistung zu tun hat. Nee, es ist eine Note. Es ist auswendig gelernt. Viel auswendig lernen. Und ja, dann war ich dann in Frankfurt bei dem Radiosender und habe gemerkt, das ist cool, das macht mir Spaß und es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und ich habe meine Stars treffen können. Welche hast du getroffen? Mach uns neidisch. Pink, ja. Amy Winehouse, Puff Daddy, also P. Diddy, die Beastie Boys. Mein erstes Interview, das ich geführt habe, war mit den Beastie Boys. Meine großen Helden der Jugend. Wie muss das sein? Wenn du das ist der Hammer. Ich musste aber sagen, das war noch vorher. Mhm. Über meinen Bruder. Mein Bruder, die Geschichte steht auch hier in dem Buch drin. Mhm. Die Geschichte war so, mein Bruder rief mich an, er war schon in München, Redakteur für die Süddeutsche Zeitung und sagte, Lars, pass auf, ich habe ein Problem. Ich fliege morgen oder übermorgen nach Miami und treffe Will Smith. Dummerweise habe ich am gleichen Tag ein Interview mit den Beastie Boys in Frankfurt. Es ist völlig klar, dass ich nach Miami fliege. Machst du bitte das Interview mit den Beastie Boys. Und dann habe ich so gemerkt, oh fuck, das sind meine Teenie-Idole. Klar, Beastie Boys. Ich habe noch nie ein Interview geführt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und es gibt ein schönes Zitat von Pippi Langstrumpf, ne, also Astrid Lindgren, die gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, ich kann das. Und dann, so genauso bin ich hin. Ich habe meine Plattenkoffer genommen. Ich habe mir von meiner Mutter so ein ausrangiertes, altes Diktaphon ausgeliehen, was schon total kaputt war. Die Play-Taste ging nicht mehr. Man musste mit so einem spitzen Gegenstand irgendwie das so reindrücken, damit es gehalten hat. Also die schlechtesten Voraussetzungen. Und, aber ich wusste halt alles über die Beastie Boys, weil ich ein Fan war. Ich hatte alle Platten und bin halt als Fan da hingekommen. Und dann saßen dann, es war in Frankfurt ein 5-Sterne-Hotel. Beastie Boys hatten so eine Suite. Und ich saß da mit 3 anderen Musikjournalisten, alle doppelt so alt wie ich und so erfahrene Typen, die so für den Rolling Stone geschrieben haben und für den Musikexpress und für, ich glaube, vom Spiegel war auch einer mit dabei und halt ich. Und es war so ein Roundtable-Interview, das heißt, wir 4 zusammen und dann kamen die Beastie Boys rein und ich war halt total aufgeregt und
habe dann versucht, irgendwie dieses Diktaphongerät anzuschalten und habe dabei mit diesem spitzen Gegenstand bin ich abgerutscht und habe mir so in den Finger geschnitten. Und so ging das los. Mein Finger hat angefangen zu bluten. So. Und die Jungs gucken mich an und die Profis neben mir verdrehen schon so die Augen. Okay, jetzt geht es so los. Ja. Und dann ist halt Adam Jauch, also MCA von den Beastie Boys, hat mich genommen, komm Junge, wir gehen mal ins Bad und ich mache dir mal ein Pflaster drauf. Und so hat unser Interview angefangen. Also das Eis war schon mal gebrochen. Und dann saß ich dann wieder da nach 3 Minuten und habe gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ist mein erstes Interview, ich bin aufgeregt. Wenn ich was falsch mache, müsste ich es mir sagen. Das habe ich öffentlich gesagt. Und die Jungs gucken mich an und denken so irgendwie, ja klar, it's all good, alles easy. Und haben mich so an die Hand genommen ein bisschen und haben aber gemerkt, dass ich als Fan da war, ganz viel wusste und habe dann immer mehr Redezeit bekommen. Die Profis haben mich dann machen lassen, weil sie gemerkt haben, dass sie die Beastie Boys auf meine Fragen bessere Antworten geben, weil ich authentisch war. Ich habe einfach eine Schwäche auch mal zugegeben, habe gesagt, das ist mein erstes, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ich interessiere mich total. Und so war meine erste Erfahrung mit Superstars. Wenn man so ein bisschen hier spirituell vielleicht interpretieren möchte, dein Weg war schon irgendwie richtig, ne? Der also war du bist aus richtig. Der Schule raus, ein bisschen nach England, du hast Englisch gelernt, du warst in dem Metier drinnen und dann wird dir quasi so dieser große Klops hier, dieser Elfmeter hingelegt und du hast plötzlich deine ganzen Qualifikationen, die du en passant so abschmeißen kannst. Ja, aber nebenbei. Also nicht bewusst, sondern nebenbei, ne? Der Weg ist das Ziel. Hat so sein sollen. Es hat so sein sollen und das hat wahnsinnig Spaß gemacht und dann habe ich immer mal wieder von meinem Bruder so kleinere Jobs bekommen, so hier ein Interview und da ein Interview und das konnte ich dann. Welche hast du noch kennengelernt? Ja, Moby zum Beispiel, mit ihm habe ich über die Simpsons philosophiert oder Laurent Garnier war damals so der größte DJ aus Frankreich, mit ihm habe ich eine Sendung gemacht, mit Craig David habe ich über Mädchen gesprochen, ich habe Pharrell Williams oft getroffen und habe über die große Liebe mit ihm philosophiert, mit Amy Winehouse, sie habe ich 2-mal getroffen, kurz bevor sie gestorben ist, habe ich auch über den Sinn des Lebens gesprochen, was Liebe bedeutet. Sie hatte damals Liebeskummer gehabt und da habe ich zum Beispiel auch das Interview eben nicht aufgenommen, sondern ich habe gesagt, lass uns eine Stunde reden. Und habe so gemerkt, wie zerbrechlich sie auch damals war und wie wichtig es war, dass mal jemand zuhört. Und eben nicht nur sie nimmt und irgendwo hinstellt, jetzt machst du hier einen Auftritt und musst hier Geld verdienen und hast hier Verpflichtung. So, das sieht man natürlich so als Musikkonsument nicht, in welcher recht brutalen Vermarktungsmaschine die teilweise drin sind, wo sie einfach performen müssen. Ja, 15 Minuten Takt. Zu Interview, bitte? 15 Minuten Takt. Ja. Ja, dann kommt dann jemand rein und sagt so noch 2 Minuten, weil dann kommt der Nächste und dann Abfertigung, Abfertigung. Und wenn du halt ein zerbrechliches Wesen bist oder warst, sehr. Amy Winehouse war ja sehr empathisch, sehr unsicher, hat Dinge gemacht, die sie vielleicht gar nicht machen wollte, einfach aus der Unsicherheit heraus. Und wenn du da niemanden hast in deinem direkten Umfeld, der das erkennt und dich stärkt und dich rausholt, sondern nur Leute hast, die was von dir wollen, weil du halt die Gelddruckmaschine bist, dann kommst du ganz oft in Situationen rein, die sehr, sehr gefährlich sind, wie man ja bei ihr gesehen hat. Glaubst du, sie wusste, was sie tut, als sie starb? Glaube ich nicht. Also. Ich weiß es nicht genau, aber... Man stellt sich immer die Frage, wie kann das sein, dass du meine quasi... Meine Intuition ist die, dass sie das nicht wusste. Dass es nicht wollte. Und dass sie es nicht wollte. Ja, okay. Und ja, ich habe mit Destiny's Child habe ich mich getroffen lange, mit Beyoncé auch. Also mit ganz vielen Meatloaf habe ich getroffen. Einer der großen Helden, also der Musikgeschichte, der eines der erfolgreichsten Alben, denkt man gar nicht, der Musikgeschichte geschrieben hat. Dieses eine Album, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, aber zählt zu den Top 10 der meistverkauften Alben aller Zeiten. Und wenn man mal so überlegt, wer da alles drin ist. Wahnsinn. Und ein ganz normaler Typ, der da saß, irgendwie einen Kaffee getrunken hat. Und ich habe da meinen Traum gelebt. 5 Jahre lang. Das ging 5 Jahre weiter. Und so einen nächsten großen Erfolg hattest du mit Bushido zusammen. Ja. Davor musste aber auch erstmal wieder ein Misserfolg kommen. Nämlich, es kam ein neuer Chef zum Sender, der erstmal alle Sendungen abgesetzt hat und mich eben gleich mit. Das heißt, ich war von heute auf morgen arbeitslos. Und das ging? Das ging. Wir waren ja alle nicht fest angestellt, sondern wir waren sehr freiberuflich. Und dann hat man mir gesagt, ja, du hast noch 4 Wochen hier Redaktionsdienst und danach auf Wiedersehen.
Und das war auch hart für mich, weil ich mich natürlich, war noch jung, fühlte mich ungerecht behandelt, wie das halt oft so ist. Und das ist Identität, wenn du über 5 Jahre da drin bist und ja, das ist dann, du lebst deinen Traum. Ne? Du lebst deinen Traum und du bist in einer Welt, in der du dich wie im Paradies fühlst und auf einmal kommt jemand und nimmt dir das weg. Das war für mich echt hart und war damals zum ersten Mal bei einem Arzt, weil ich gesagt habe, ich bin total erschöpft. Und der hat mich erstmal so eine Stunde irgendwo hingelegt, hat mir so eine Vitamininfusion gegeben und hat mir eine Stunde zugehört. Da habe ich auch wieder gemerkt, wie wichtig die Kraft der Worte sind. Dass jemand da ist und der mal sich Zeit nimmt, der sagt, jetzt bist du der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ob das 5 Minuten sind, 10 Minuten oder in dem Fall eine Stunde. Das hat mir so gut getan, dass jemand da ist, der mich ernst nimmt. Der auch meine Sorgen ernst nimmt. Ich habe gerade meinen Job verloren. Und ich war traurig. Und ich war deprimiert. Und ich war vielleicht auch depressiv kurzfristig. Und der hat mir dann echt geholfen. Und in Frankfurt ein Alternativarzt. Und das fand ich sehr gut. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe dann so Nebenjobs gemacht. Ich habe für MTV geschrieben, für Viva geschrieben. Das war eine Zeit, als Joko und Klaas noch bei MTV und Viva waren. Lange ist es her. Und habe mich so über Wasser gehalten und habe dann eben von der Süddeutschen Zeitung das Angebot bekommen, ob ich nicht Lust hätte, Bushido für einen Videodreh zu begleiten und daraus eine Reportage zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und er war happy, die Zeitung war happy. Und er hat dann so gesagt, weißt du was, du bist der erste Journalist, der mich interviewt, der keine Vorurteile hat, der wirklich sich interessiert für mich und das genau so versteht, was ich sage. Der nicht interpretiert, so wie er das interpretieren möchte. Und dann hat er mich gefragt, hast du Lust, mein Buch zu schreiben? Und dann habe ich gemeint, naja, habe ich noch nie gemacht. Pippi Langstrumpf, Beastie Boys. Aber ich glaube, ich könnte das. Und dann waren wir ein Jahr unterwegs. So, ich war dann wirklich ein Jahr Tag und Nacht mit ihm unterwegs, auf Tour. Überall, wo er war, war ich auch und habe das beobachtet, habe ihn beobachtet, wie er sich gibt, wie die Unterschiede sind, wenn er ein Geschäftstelefonat führt oder wenn er mit seiner Mutter telefoniert, welche Worte er verwendet. Und habe mich richtig wie so ein Schauspieler versucht, in diese Rolle hineinzufühlen, weil ich ja seine Geschichte aus seiner Perspektive geschrieben habe. Und dann haben wir das alles aufgeschrieben, waren dann irgendwann 400-500 Seiten. Das heißt, alles aufgeschrieben, bislang hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, für Moderationen geschrieben oder kurze Texte geschrieben. Genau. Und plötzlich hast du so ein Buchprojekt. Ja. Sag man da nicht erstmal, ups, wie geht das? Ja, ich habe mich einfach gefragt, wie würdest du das machen, wenn es keine Regeln gäbe? Hätte jetzt nicht wissen können, wo man Google, wie schreibt man ein Buch? Und das habe ich aber nicht gemacht, weil ich einfach auf meine Intuition gehört habe. Du hattest aber jetzt nie so das Schreiben in die Wiege gelegt gehabt. In der Schule war es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig mit Deutsch. Wie war das? Ich war immer schlecht. Ich war ganz schlecht in Mathe. Ja. Meine Mutter ist Mathelehrerin. Hallo Mama. Ich war auch in den Sprachen von meinem Vater immer schlecht. Also ich war wirklich ein mittelmäßiger bis schlechter Schüler. Und auch in Deutsch. Ich habe in Aufsätzen immer so eine mittelmäßige Note gehabt. Ich war auch immer so relativ unauffällig. Also wirklich Durchschnitt. Aber eher ein bisschen schlechter als Durchschnitt. Und meine Ambition war nie, irgendwie literarisch tätig zu werden. Das hat mich nie interessiert. Aber diese Chance, die ich da bekommen habe von Bushido, da wusste ich, die muss ich jetzt ergreifen. Weil das ist jetzt was Besonderes. Noch, um dich zu verstehen, also ich erlebe dich als einen sehr tendenziell introvertierten Typen. Also einen, der sich wahrscheinlich irgendwo hinsetzen kann und mit sich selber erstmal eigentlich ganz glücklich ist und nicht arg viel Output braucht. Oder absolut. Aber die Welt, in der du dich bewegt hast, war ja doch sehr extravertiert. Ne? Ja. Also mit Radio und Musik. Und jetzt reist du damit Bushido rum. Ja. Und der ist auf Shows. Und dann, der ist ja auch eher so Alpha. Das ist ja schon eher, das heißt, du brauchst erstmal die Fähigkeit, das erstmal zu ertragen, diesen ganzen Input. Wie machst du das? Indem ich nicht werte. Also ich nehme jede Person, die vor mir steht, so wie sie ist. Auch wenn die Person vielleicht andere Wertevorstellungen hat oder andere Ideen von seinem Leben hat, andere Entscheidungen in seinem Leben trifft, wie ich sie getroffen hätte oder wie ich sie treffen würde. Und ich versuche mich wirklich hineinzufühlen. Wie denkt er? Wie fühlt er? Warum macht er, was er macht? Und versuche mich wirklich dann so zu geben. Und das zu verstehen. Also du hast kein richtig oder falsch im Kopf oder so müsste die Welt sein, sondern du nimmst auf. Ich nehme auf. Und dadurch wird es auch nicht anstrengend. Ich beobachte. Dadurch kannst du
das alles ja, und in deswegen, dich reinlassen. Und deswegen konnte ich auch in dieser Welt zurechtkommen, die ja ganz anders war als meine Welt. Also mit einer arabischen Großfamilie im Hintergrund, die einfach in einer anderen Lebensrealität sich befindet als meine. Wenn du aber da reingehst und mit diesem Bewusstsein, ich weiß es besser als ihr oder ihr macht was, was ich vielleicht nicht gut finde oder ich werte, bist du verloren.